Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Next Car Game. Heute habe ich mir mal tatkräftige Unterstützung geholt in Form von Dennis. Hallo! Mahlzeit! Ich wurde gestern Nacht um 3 Uhr schon angeschrieben. Julian, nimmst du gerade Next Car Game auf? Wieso, Alter, bist du bescheuert? Guck mal auf die Uhr, Mann, es ist 3! So, ich will nur kurz eben Next Car Game spielen. Lass mich doch in Ruhe, ey. Gut, ich habe wieder ein paar Themen aufgeschrieben. Und ich werde mal gucken. Ich hatte... Gut, meine Stimme ist wieder da, aber der Schleim ist gekommen. Super, geil. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin krank. Ja, du bist immer krank. Ja, ich hatte gestern ein Problem in XK Game. Das hat der Metamind bemerkt, dass ich permanent das Spiel neu gestartet habe, weil die Kamera irgendwie rumgespackt hat. Das hörte auf, nachdem ich mein Gamepad rausgezogen habe. Das heißt also, es lag nicht direkt voll am Spiel. Aber ich hoffe, dass das einfach nicht wieder auftritt, weil ich habe das Gamepad hier wieder angeschlossen. Wäre halt sehr unschön. So. Wir werden jetzt mal wieder mit dem, hier, mit unserem neuen Auto, keine Ahnung, welche Strecke fahren. Ich würde jetzt am liebsten mal wieder so ein Gravel oder Tarmac fahren, aber Tarmac aber die halt immer noch so ein bisschen, ah, oder so ein Sandpit, Sandpit ist auch geil. Du halt da nicht in 10 Runden, sondern in 3, aber mal 3 Runden, Speedway. Es läuft ja langsam in Next Car Game. Es läuft ja langsam richtig. So, Route. Langsam aber stetig. Langsam aber stetig. Komm, nehmen wir die Rückwärtsstrecke. Ja, Dennis und ich wollten uns natürlich erstmal bedanken für das Kommen immer in den Livestreams. Da war zwar ja diesmal nicht so viel los, aber dafür, dass der immer unangekündigt war, war beim ersten Tag doch schon ganz schön was los, oder? Ja, 7 Leute. 7 Leute, keine Ahnung, wer davon jetzt alles zu mir gehört hat. Und dann einfach nur gesehen, oh geil, da kann einer endlich mal Drive Club richtig spielen. Ja, aber sobald sie dann Dings angemacht haben, Diabolo, waren es nur noch 3. Der Fehler ist gerade wieder aufgetreten, also irgendwie scheint mein Gamepad kaputt zu sein. Denn er zuckt mir schon wieder mit der Kamera rum. Du Wichser! Tja, heißt also Gamepad rausziehen. Hoffen, dass es dann besser wird. Und mit Tastatur spielen. Ja, ich habe das nämlich extra auf die Tastatur jetzt eigentlich. Ja, ich fliege mal im Gamepad, das ist wohl durch. Gut. Neues Kauf. Ja, ich habe ja auch das Geld auch, ne? Wie tut man denn so? Ja. Ah! Mit Tastatur ist es etwas schwieriger, aber ich habe mir das jetzt so eingestellt, dass das halt doch relativ funktioniert. Was ist los hier mit euch? Nein! Nein! Fuck die Henne! Was ist passiert? Neustart. Was ist passiert? Ich wurde in den Graben gedrängt, habe mich 5-mal überschlagen, das Auto ist kaputt. Ach so, wenn sonst weiterhin nichts ist. Nee, sonst ist weiter nichts. So, ich muss sagen, dass Next Car Game in letzter Zeit sehr, sehr update-freundlich ist. Also, es ist unglaublich. In letzter Zeit kommen permanent neue Patches raus, immer so kleine Sachen. Und allein gestern Abend habe ich mir schon wieder 150 MB runtergeladen. Also, das hat ja bestimmt mindestens 2-3 Stunden gedauert. Nee. Alter, die Leitung ist ja ist nicht so schlecht. Wir haben jetzt ein bisschen Fehler auf unserem Internet gefunden. Unser Repeater ist anscheinend durch. Der hat wohl eine Macke. Deswegen haben wir jetzt einen neuen bestellt. Und dann sollte das eigentlich wieder laufen. Na, ah, komm. Hier, guck mal. Komm, haben wir übers Internet geredet. Scheiße, ist auch direkt ab. Ihr fahr weg, Wechsel. Jetzt hört auf, mich abzudrängen. Versteht das gar nicht. Was ist denn los? Neustart. Na! Gott, ey, was ist denn mit denen los heute? Die haben es aber gerade echt hier. Ach, guck mal an. Bin wieder da. Habe ich gerade schon gesagt, wir reden über mein Internet und direkt. Ah, die reden über mich. Pff, weg. Ja, weil dann warst du gerade weg. Ich oder du, irgendeiner war weg, auf jeden Fall. Ja. Alter, was ist denn los mit den Jungs hier? Ich keine Ahnung, was die immer updaten, aber anscheinend updaten die Typen hier immer aggressiver. Nicht wahr jetzt, oder? Neustart. Schon wieder ein Graben. Das ist das dritte Mal jetzt. Die sind total wahnsinnig, die Jungs hier. Völlig wahnsinnig. Ja, das Spiel muss doch interessant bleiben. Das ist frustrierend. Macht Laune, aber es ist frustrierend. Frustfaktor plus 1000. Aber nicht so hoch wie bei Alien Isolation. Das soll ja wohl richtig frusten. Hat mir ein Arbeitskollege erzählt. Ja, warte, den krieg ich. Alien? Ja, Alien-Spiele sind da relativ schwierig, oder nicht? Oh. Hier war vielleicht jetzt gerade eine doofe Idee.
Nee, schwierig nicht, aber Alien Isolation hat halt diesen Frustfaktor drin, weil das Alien dich ab und zu einfach mal kriegt, obwohl du eigentlich glaubst, dass du sicher bist. So, ja, ich habe früher mal das letzte Alien-Spiel, was ich gespielt habe und jetzt kommt, war auf dem Game Boy Color. Oh. Jo. Super. Also das ist schon ein paar Jahrzehnte mega. Ja, auch nur ein paar, ne? Aber das Spiel war lustig. Na gut, als 10-, 12-Jähriger, ne, da ist ja alles geil, was neu im Videospiel ist. Da gab's ja nichts, was schlimm oder schlecht ist. Da hat man sich über jedes neue Spiel gefreut, wenn man mal eins gekriegt hat. Mir ist gerade so aufgefallen, hab mir schon überlegt, ob ich mal wieder eine Montage von Next Kage mache. Das ist eigentlich gar nicht schwierig, man muss nur eine Runde aufnehmen und du kannst eine 10-minütige Montage machen. Die rast hier völlig aus! Verstehe ich gar nicht! Warum sind die so aggressiv geworden? Die mögen dich nicht. Bugbear, was ist da los mit die Gegner? Das geht doch nicht. Die fahren wegen Grund und Boden hier. Die fahren sich selber im Grund und Boden. Das ist ja genau wie bei Drive Club. Als ich endlich online spielen konnte. Aber immer noch nicht richtig funktionieren will. Ja, ich konnte endlich mal online spielen. Ich habe auch jetzt bin auch im Club beigetreten. Erstmal, ich will vielleicht eigenen machen, aber abonnententechnisch ist halt bei mir in der PSN-Liste nichts los. Daher wäre das halt Quatsch, wenn ich mir jetzt einen eigenen mache. Und das Spiel ist eigentlich ganz gut. Drive Club. Es ist nicht scheiße, aber der Umfang ist halt auch nicht so gut wie erwartet jetzt. Doch. Wofür gibt's Patch, ne? Ja, die wollen ja kostenlose DLCs und Co. nachreichen. Glaube ich denen auch, es ist immerhin kein EA oder Electronic Arts. Da glaube ich ihnen, dass da eher als bei einem Destiny, wo ich dachte, wo das kostenlos kommt. Ja, wenn mir das einer sagen würde, würde ich ihn auslachen. Aber wir wissen ja alle schon, die DLCs kosten 20 bis 30 Euro, also daher. Bitte was? Ich muss zusehen, dass ich das Spiel schnellstmöglich verkaufe, bevor alle merken, wie scheiße es ist. Du, das haben die schon geschafft. Die haben schon Destiny ordentlich verkauft. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass ich es verkaufe, bevor es keiner mehr kaufen will, weil die wissen, wie scheiße das ist. Ach so. Nee, darum geht es mir. So, wo ist der nächste Punkt auf meiner Liste? Ach so, das hatten wir gerade abgehakt. Das Drive Club Fazit. Das wollte ich ja mal. Vielleicht mal ein größeres Fazit zu machen. Aber ich weiß ja nicht, wann ich dazu komme, weil die Arbeit, die schluckt ja alles hier an Zeit. Ich habe ja nicht mal mehr ein Wochenende. Ja, doch, am Sonntag. Ne? Wow. Ja, am Sonntag. Wow. Genau. Bis 2 Uhr geschlafen, damit ich überhaupt mal Schlaf kriege. Ja, und dann am Sonntag willst du dich ein bisschen entspannen. Richtig, und nicht unbedingt Videos machen. Digga, das ist ein Teufelskreislauf. Das ist irgendwie. Ich wieder bessere Zeiten. Ja, bestimmt. Ja. Nein, ich grabe nach. Nein! Wo waren wir stehen geblieben? Nächster Punkt auf deiner Tagesordnung. Richtig, neue Livestreams. Ja. Yeah. Ja! Der Dennis ist ja jetzt so ein kleiner Diablo-Fan. Junkie. Suchti. Ja, ich kann es ja nur spielen, wenn du hier bist, ne? Richtig. Komm her. Mit den ganzen neuen legendären Edelsteinen, die ich habe, wird das auch bestimmt richtig lustig. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich überlege nur, wenn ich wieder bei dir bin, das wird dann wohl 2-3 Wochen sein. Was streamen wir? Diablo. Diablo unter anderem nur, oder? Weil ich hätte so die kleine Idee gehabt, dass wir uns The Evil Within mal schnappen, das neue Horrorspiel von Shinji Mikami, das ja sehr gut bewertet wird. Ja, aber wer pisst sich dann von uns beiden in die Hose? Ich bestimmt nicht. Ich sag nur Outlast. Das war dunkel, ja, das war nass, ja, da war irgendwo ein Vieh. Ja, glaubst du, The Evil Within ist hell und freundlich und überall ist alles gut ausgebaut? Keine Ahnung, ich hab mir nichts vom Spiel angeguckt, aber das ein Blindstream wird. Ja, aber alleine der Name, With Evil Within, und das Cover, ne, da kannst du dir schon mal alles denken. Und wer muss dann zum Schluss wieder spielen? Und wer kauert sich in der Ecke? Ne? So viel zum Thema. Darum geht es ja im Stream, die Leute wollen ja sowas sehen, ne? Da hat der Junge sich vor Angst in der Hose macht. Da ist übrigens auch immer so ein Spiel von Richard, das ich eigentlich mal spielen sollte. Aber ja, ich komm halt nicht dazu. Machen, ne? Hä? Dann sollten wir mal die Cam mit anmachen. Dann spielst du mal so Evil Within. Jo. Ja, interessiert mich sicher keinen. Interessiert keinen. Daher. Irgendwo in der Ecke sitzt und. Mega Spiel wurde echt super bewertet. Das sieht auch. Alles, was ich jetzt dazu gesehen habe, ist auch. Ja.
Auf jeden Fall ziemlich gut. Wie gesagt, ich deine PS4, ne? Also ich bin Diablo. Ich kann ja halt nur Diablo spielen, wenn du hier bist. Nein! Also du bist die PS4 mal hier. Nein. Oh Gott! Was hat Gott jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Ja, die Sounds von 6 haben irgendwie ein bisschen überarbeitet, aber die Wagen haben jetzt sehr unterschiedliche Sounds. Was ich auch schön finde. Vielleicht war es auch schon längst da und ich habe es noch nicht bemerkt, aber es ist mir halt gestern Abend aufgefallen. Ja, kein Wunder, dass du heute bis 2 Uhr gepennt hast und du gestern bis mindestens 3 Uhr wach gewesen bist. Ja. Ich kam halt gerade vom Kino. Was hast du denn geguckt? Maze Runner. Ja, der sah ganz geil sein. Ja, der ist auch ziemlich geil. Also war gegen Ende echt überrascht, um was es da eigentlich ging. Das hättest du niemals gerechnet. Und es wird wohl eine Trilogie. Sehr wahrscheinlich eine Trilogie. Weil aber erstmal, bevor ich die Trilogie anfange, muss ich mir erstmal eine andere Trilogie anziehen. Nein, du wirst sie nicht angucken. Was? Tribute von Barnum. Doch, die muss ich. Ich habe nur Teil 1 gesehen. Ah, ich wusste es. Ich habe sogar recht gehabt. Du willst dir den Scheiß angucken, ne? Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, ne, du kannst bestimmt noch nichts mit Harry Also Twilight machen, fand ich ja schon ganz geil, aber die gut für Panem. Oh, damit hast du dir gerade wieder einen Abonnenten eingebüßt. Das war ja nur ein Spaß, ey, als ob ich mir so einen Scheiß angucke. Ach, Twilight ist wirklich nicht so schlimm, außer wenn man dieses ganze kitschige, oh, ich liebe die Vampire, beiß. Wenn man sowas weglässt, dann ist es eigentlich, die Story an sich ist ganz cool gemacht und sie ist halt ein bisschen zu girly-like aufgezogen worden, verstehst du? Sie ist einfach zu sehr an kleine Mädchen oder an Teenage-Mädchen angepasst worden, verstehst du? Sie wurde einfach zu sehr verweiblicht. Ja, außer den dritten Teil, der soll ja wohl ziemlich blutig sein. Nur dritter oder vierter oder war irgendwas? Nee, dritter. Das ist mehr Blut. Nee, aber diese Tribute von Panem, Alter, Harry Potter. Magst du Harry Potter? Ja. Ich hab aber so die ersten zwei Teile auf VHS. Kennt das doch jemand? VHS mit selber zurückspulen, damit du den Film nochmal gucken kannst. Weißt du, wo ich Harry Potter die Teile drauf hatte? Ich habe 1 bis 4 auf UMD. Da sagt mir das nichts, oder? Ach, UMD, doch, das ist ja PSP, genau, PSP. Ja, ich habe die sogar noch. Ich habe noch UMD-Filme hier bei mir. Oh. Spider-Man 2. Und solche Sachen, was ich hier noch alles habe. Ich habe mir damals Alien vs. Predator auf UMD angeguckt. Oh ja, habe ich auch. Das ist einer der geilsten Filme. Dafür finde ich Alien vs. Predator 2 richtig kacke. Ja, ich auch. Ja, wie damals, da war ich krank, lag im Bett, hatte eine PSP gehabt, habe vom Kumpel ausgeliehen, hatte halt diesen Film dabei. Der Akku war halt fast leer, denken so, was machst du jetzt nochmal mit? Ach komm, guckst den Film so lange, wie es geht. Ja, hab ihn durchgeschafft und fand ihn ziemlich gut. Ja, der war auch richtig geil. Es war einer so der besten Alien Predator Filme, den es gab. Also zumindest, es ist ja so gesehen Alien Film. Ne? Ja. Mit ein bisschen Predator, ist klar. Aber ich finde Alien vs. Predator besser als jeden Alien-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hat da richtig was. Aber habt ihr Alien-Filme auch nie gesehen? Nee, Predator-Filme habe ich zwar auch. Also Alien-Filme habe ich alle gesehen, Predator-Filme habe ich gesehen. Ich glaube, es war ein oder zwei, eine mit Arnold Schwarzenegger. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit Arnold. Die fand ich nicht so gut. Wie gesagt, der einzige Film, den ich geil fand, ist Alien vs. Predator. Der zweite Teil, den kannst du so in eine Tonne kloppen. Den kannst du so wegschmeißen, wegsperren und nie wieder angucken. Echt, wer. Die arme kleine Süße. Ohne Witz. Egal. Ja, also wie gesagt, Harry Potter ist gut. Twilight, wenn man dieses Weibliche rausnimmt, ist auch ganz geil. Aber die Tribute von Panem kenne ich noch nicht. Ich kenne nur den ersten Teil. Ich will mir aber unbedingt noch den zweiten und dritten angucken. Ich kenne auch noch den ersten, aber der hat mir auch gereicht. Da habe ich auch nur nicht richtig mitgekriegt, weil mit meinem ersten Date bin ich dann da reingegangen. Also aufs erste Date mit ihr da rein, so. Ah, und dann hattest du alle Hände voll zu tun. Nee, das nicht, aber ich habe halt gedacht, das wäre halt so ein Film für sie. Ja, kannst du ja mit ihr gucken, habe ich auch gefragt, du hast Bock drauf, ja klar. Und dann wurden da erstmal Kinder abgeschlachtet. Dann war ich halt damit beschäftigt, auf ihr Gesicht zu gucken, ob sie irgendwie verstört guckt oder nicht. Ja, was glaubst du, also du musst echt mal öfters Minecraft spielen. Nein, muss ich nicht! Was sind wohl Hunger Games? Einer überlebt nur, fertig aus. Ja, ich hätte nicht gewartet, dass da Kinder drin sind. Was glaubst du denn? Mit Kindern habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Ja. Wenn Erwachsene sterben, das ist doch heutzutage schon wieder langweilig. Ach, ist das so? Ja, ne, man muss das ja auch gut verkaufen können, das ist halt so. Wow. Ich fasse gut aus. Den nehmen wir.
auf. Liebe Fege 8-Strecken, ich kann einfach nicht. Ich muss Fege 8 fahren.